Ja, ich glaube, die Feinde der offenen Gesellschaft sind einerseits diejenigen, die von dieser Gesellschaft besonders profitieren, und andererseits diejenigen, die am wenigsten von ihr profitieren. Also die, die am meisten von ihr profitieren, sogenannte Eliten, oft im Verborgenen agieren, sind natürlich diejenigen, die möchten, dass alles bleibt, wie es ist. Also die ein geschlossenes System bevorzugen. Und dann gibt es diejenigen, die eigentlich durch alle Maschen und Ritzen der Gesellschaft fallen. Die Soziologen bezeichnen das als Prekariat. Ich würde aber oft auch die untere Mittelschicht dazu zählen, die einfach merken, dass sie auf keinen grünen Zweig kommen, so sehr sie strampeln. Oder auch, wenn sie sich einfach fallen lassen und nichts mehr tun, dass das auch kein Zustand ist, der zum Glück führt. Ja. Und von diesen beiden Seiten eigentlich wird, wenn wir offene Gesellschaft im Sinn einer immerwährend zu erarbeitenden Utopie verstehen, von diesen beiden Seiten wird diese offene Gesellschaft in die Zange genommen. Und ich habe das auch in der Debatte nochmal gesagt, viele, die zum Beispiel fremdenfeindlich sind, denen die Zukunft unserer Kinder schnurzegal ist, wie auch immer, tun es oft aus einem schlechten Gewissen heraus, weil sie wissen, dass sie unverdiente Privilegien genießen. Was können wir tun? Auch da habe ich einen relativ unkonventionellen Vorschlag, weil ich mich seit langem, komplexe Systeme sind eigentlich mein Spezialgebiet. Klimawandel ist nur eine Fingerübung, wenn Sie so wollen, in der Analyse komplexer Systeme. Ich habe mich sehr viel eben mit der sogenannten Endphase reifer Systeme beschäftigt, sogenannte Omega-Phase. Wie kann man, wenn man eigentlich sehenden Auges in den Abgrund marschiert, nicht, was wir ja im Augenblick tun in vielerlei Hinsicht, weltweit, lokal, regional, was kann man tun, um sich selbst aus dieser, ja, Duldung des lethargischen Unterganges herauszureißen? Und das ist eben oft, wenn man sich seine schlimmsten Feinde mit ins Bett nimmt, wenn man sich die Konkurrenten mit in den Betrieb nimmt, wenn man sich Menschen in denselben Raum mitnimmt, die eine völlig andere Vorstellung haben davon, wie es weitergehen sollte. Und das ist eben das Prinzip, das die Evolution letztendlich entwickelt hat, dass wir immer wieder fehlerhaft unsere eigenen Gene kopieren, dass wir Fehler zulassen, dass wir Widerspruch zulassen und dass wir am Schluss durch diesen Widerspruch stärker werden in unserer eigenen Identität, selbst wenn diese Identität sich dann verändert. Und das bedeutet ganz konkret, dass man, was wir im Augenblick erleben, was eigentlich fast unvorstellbar ist, auf den Aktionärshauptversammlungen großer deutscher Unternehmen dürfen jetzt die Schüler auftreten und Reden halten, Fridays for Future, nicht? Unvorstellbar im Grunde genommen. Das ist natürlich noch der Versuch des Greenwashing, ja? Aber das könnte was in Gang setzen, dass das Immunsystem, das normalerweise immer Innovationen unterdrückt, plötzlich Innovationen sogar stärkt, ja, und sich dadurch dieser Organismus verändert. Es hört sich sehr akademisch an, aber es bedeutet nicht nur liebet eure Feinde, das wäre die christliche Diktion, die an diesem Ort in einem Kloster ja sinnvoll ist, sondern verbündet euch mit euren Feinden. Das ist vielleicht der entsprechende Schlusssatz.